So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und da sind wir wieder. Und wir sind wieder da. So, da wollen wir mal gucken. Kaktusse. Kaktusse. Die müssen doch jetzt hier langsam mal kommen. Ach, du Kacke. Ich tappe heute nur noch. Ja, hier ist roter Sand. Ja, roter Sand. Oh, das sind die Kaktusse. Nein. Oh, nein. You in the ass. Da war es also doch Luftlinie, nur ich bin irgendwie über den Fluss rüber. Wahrscheinlich hier, als ich hier auf den Bergen rumgeturnt bin, muss ich irgendwie dabei über den Fluss rüber gekommen sein. Ach, war so. Nein, nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Gut, egal. Jetzt, hier, genau, hier bauen wir jetzt. Ja, das war wirklich super intelligent, Ronny. Kannst du bitte einfach sterben gehen? Okay, gut. Ich weiß gar nicht, wie viel wir machen wir. Ach komm. Wir müssen die Tiefe bauen. Sonst fällt uns hier noch die ganze Kacke auf den Kopf. Und nach unten bauen ist immer eine schlechte Idee. Hab ich gehört. Aha. So, ein bisschen Sand ist immer gut. Ein bisschen Stein. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir jetzt überhaupt nochmal. Also wir haben jetzt nochmal, also ich sag jetzt mal, wir brauchen mindestens 3 Stacks. Einfach pauschal 3 Stacks, sollte gut gehen. Denke ich mal. Doch, müsste hinkommen. Wir haben für die eine Schräge, also für die letzte Schräge, für die kleinere Schräge da jetzt, haben wir fast 1,5 Stacks gebraucht. Das heißt also, wir dürften dann mit 3 Stacks 2 weitere Schrägen schaffen. Heißt also, ich mache einfach so lange, bis wir mindestens 3 Stacks haben und dann mal gucken, wie weit denn unser Werkzeug abgenutzt ist. Zur Not machen wir dann einfach so lange, bis unser Werkzeug tot ist, beziehungsweise bis ich hier nichts mehr sehe. Kerzen habe ich nicht zufällig da, doch habe ich dabei. Danke. Mir gerade vor wie zu meinen Anfängen, also zu meinen Anfangszeiten. Wow, war schon stärker abgenutzt als ich dachte. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, okay. Komm mir gerade vor wie zu meinen Anfangszeiten von meinem Test. Also jetzt nicht ganz am Anfang, das was haben wir gesehen, sondern denn als ich schon etwas fortgeschrittener war. Als ich quasi schon geübter Mindtest-Spieler war, ja, da habe ich nämlich auch immer im Untergrund so eine viereckigen Räume gemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber musste. Kann ich euch ja dann mal ganz kurz denn eine Map zeigen, denn in der nächsten Folge müsste ich nämlich erst noch von meiner alten Festplatte runterkopieren. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das tatsächlich sogar hier drauf bereits auf dem Rechner. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, kann ich euch das ja mal zeigen. Auch wenn ich mir sogar fast sicher bin, dass ich es bereits gezeigt habe. So mein damaliges Höhlensystem, wie so Höhlen bei mir früher aussahen. So richtig schön clean, richtig schön ausgebaut, richtig schön miteinander verbunden und so. Bei mir mussten damals Höhlen immer geräumig aussehen. Weil ich schon mal immer so den Anspruch hatte, bei mir war so ein Tunnel wie so ein Tagebau, ja. Wie so ein unterirdischer Tagebau. Da leben richtig Leute halt durchaus, also verbringen eine längere Zeit. Und dann sollte es da auch nicht so beengt aussehen. Also so eine Tunnelanlage, wie ich jetzt mache, hier diese kleinen Schächte, das habe ich früher definitiv nicht gemacht. So, wie viel haben wir? Wir haben, 3 Stacks. Okay, gut, dann mache ich das tatsächlich noch so lange, bis das Werkzeug hier tot ist und dann. Bis das Werkzeug tot ist, klar. Ich habe gerade gesagt, nach unten bauen ist eine schlechte Idee und wer macht das natürlich wieder? Ich. Ist das ein Monster? Irgendwie klingt das so, als wenn irgendjemand in unserer Nähe ist.
Yeah, hat genau gereicht. Oh. Jetzt kommst du, komm nicht. Komm, ja, sag ich doch, Landmaster. Oh mein Gott. Haha. Ich traue mich hier nicht, den Satz abzubauen, weil wahrscheinlich dann. Achso, nee, wie ich ihn jetzt gerade auf festen Grund, oder? Shit happens. Nee, weil der hier ist, nämlich. Lose. Und genau deswegen hatte ich gerade ein bisschen Angst, nach unten zu bauen. Hier was abzubauen. Okay. So, jetzt überprüfe ich mal ganz kurz mein Scheiße. Mein Wissen und renn einfach geradeaus in die Richtung, dann müsste ich jetzt eigentlich direkt auf. Ja, komm. Okay. Wo sollte ich denn mit meinen Kopfkühlenprozessen? Aua. Das tut weh. Digga. Oh, Alter, ich hab wieder Hunger. Digga, Hunger und dann nur noch zwei Herzen. Das kann ganz schnell böse enden. Vor allem, weil ich, wie gesagt, gerade absolut keinen Plan mehr habe, wo wir jetzt überhaupt noch sind. Weil überall diese scheiß Berge sind. Digga, da kriegst du eine Krise, kriegst du da ja. So, ab nach Hause. Jetzt müssten wir genau auf unser Haus raus zusteuern. Bitte. Ich will noch nach Hause. Wow, ja, okay. Wir steuern genau auf unser Haus drauf zu. Wie ich angekündigt. Und jetzt können wir hochspringen. Yay. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ja klar. Klar. Ein Herz. Wow. Digga. Ich hätte es gerade echt verdient, einfach zu sterben. Ich meine, gut, viel Strafe war davon nicht bekommen, weil wir werden auch direkt in der Nähe wieder gespawnt. Aber trotzdem. Einfach nur so. Einfach. Damit mir das Schicksal mal so richtig gut in die Fresse schlagen kann. Okay, gut, wir haben Stein, wir können hier oben mal so weitermachen. Das heißt, angefangenerweise tun wir damit anfangen, dass wir jetzt hier diese Klötzchen reinsetzen. Also einmal das und so weiter. Wo komme ich gar nicht? Digga, maskulin. Ha. Das war alles gedacht davon, die Wissenschaft. Na komm. Oh, Alter. Kennt ihr nicht das Gefühl, wenn ihr so selber so ultra gerne ein Spiel spielt? Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, weiß nicht, Half-Life zum Beispiel, habe ich ultra gerne gespielt. Und dann wollt ihr das, also ihr habt so Sehnsucht, warum auch immer, ihr habt auf einmal Sehnsucht nach dem Spiel und denkt euch so, na scheiße, könnte ich endlich mal wieder spielen, weil, hast es ja sowieso auf dem Rechner gerade installiert, ne, seht ihr ja bei mir irgendwo, bei manchen Let's Plays, das Icon auf dem Desktop habe ich installiert, samt den ganzen Add-ons, die es dafür gibt, und dann wollt ihr das Spiel und denkt euch einfach, ja, aber irgendwie gerade so Lust so zu spielen, also du willst es irgendwie spielen, aber auch wieder nicht. Und dann hast du keine Spitzhacke. Und dann guckst du dir einfach auf YouTube zum Beispiel einfach Speedruns an. Weil du irgendwie zum einen keinen Bock hast, irgendwas zu spielen, aber zum anderen irgendwie deine Lust auf dieses Spiel an sich stillen möchtest. Das passiert mir unglaublich häufig. Ja, ist mir gerade jetzt gerade auch schon wieder irgendwie. Gerade hier bei dem Spruch für die Wissenschaft muss ich doch schon wieder an Half-Life denken. Und da fehlen mir das gerade ein, weil eben ich habe mir nämlich letztens genau aus dem Grund den haufenweise Speedruns davon angeguckt. Also haufenweise waren drei Speedruns, aber jeweils halt fast 2 Stunden. Ja, weil ich vielleicht einfach Bock auf das Spiel hatte, aber selber spielen irgendwie. Darauf hatte ich dann wiederum nicht Bock. Ist irgendwie so, ab und zu ist es halt so. Das gleiche ist doch bei Minecraft. Minecraft ist ein Spiel, da gucke ich mir viel lieber an, wie Gronkh da irgendwie spielt. Ich selber bin noch nicht so der Freund von, weil mir Minecraft halt viel zu komplex geworden ist. Und ja, mich sträuben irgendwie immer diese schlechten Erfahrungen, die ich mit Minecraft hatte, mit Minecraft, dass es halt so extrem häufig abgestürzt ist. Und irgendwie, das sind so alle so Faktoren, wo ich dann immer so. Nee, muss nicht sein. Guckst du dir lieber mal kurz was von Gronkh an.
Das wird jetzt unterhaltsam, wir haben keine Ah ja, wir müssen ja erst noch bauen. Da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. So. Ach scheiße, stimmt. Ja, hiervon waren es ja 3 Stacks. Jetzt geht doch meine Rechnung wieder auf. Eben. Ah, wow. Okay, aber ein bisschen viel Material für die nächsten 500 Jahre. Scheiße. Scheiße. Ja, hier wird es ja jetzt sowieso spannend. Weil hier können wir ja nicht zubauen, sonst haben wir keinen Aufstieg mehr. Und so oft wie ich runterfalle, wäre es günstig, wenn ich einen Aufstieg dafür hätte. Apropos Aufstieg, ich brauche jetzt hier auch mal Aufstieg. Und zwar in meiner Karriereleiter. Sonst wird es hässlich. Und mit hässlich meine ich richtig, richtig hässlich. Ja, also so hässlich im Sinne von, leck mich am Arsch jetzt hier, Alter. Was ist hier los? Ja, egal. Komm. Weißt du was, komm, wir machen erstmal hier überall. Ach komm, ernsthaft jetzt? Glitsche ich hier schon wieder durch den Boden durch? So. Erstmal hier alle auf einem Niveau haben, ja. Und zwar nicht meins. Ach komm her. Lass ich den halt, die oberste Reihe halt mal wieder sein. Echt. Lass sie auf den oberen Beinreihen sein. Mach ich hier schön hier 2 Reihen mit einmal. Reicht erstmal. Ich dachte gerade, da ist ein Creeper die ganze Zeit. Hab mich schon gewundert, hä? Ich will doch gerade mein Test, hier gibt es doch keine Creeper. Aber gut, da ist dann scheinbar doch ein strukturelle Umgebung. Scheiße. Hallo? Och, diese W-Taste, die macht mich gaga. Oh, okay, Glück im Unglück. W-Taste kann mal kacken gehen. Verstehst du so wie WC? W. Come on, bitch. Weg mit dir. Siehst du, war doch gut, dass wir nicht alle Slabs gleich erstellt haben, also alle Steine gleich zu Slabs verbrannt haben. Weil wir brauchen ja, alle Blöcke zu Slabs, zu Stairs verbrannt haben. Alter, was macht denn jetzt gerade hier, Scheiße? Okay, nur von Anfang an. Gut, dass wir nicht alle Blöcke gleich zu Stairs verbrannt haben, weil wir brauchen ja noch Slabs. So macht das Ganze Sinn. Gott. Kriegst du Masern. Ja, und jetzt dürfen wir nicht mehr runterfallen. Wegen, weil... sonst kommen wir nicht mehr rauf. Sagte er und fiel. Ah! Komm, ja. Easy. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, passt ja. Dann machen wir jetzt immer 2 mit einmal. Ich weiß jetzt schon, dass ich fallen werde. Alter. Ist das ein psychischer Druck, hier nicht runterfallen zu dürfen? Aber vielleicht mit ein bisschen Konzentration. Was hat jetzt ein Croissant damit zu tun? Digga, ich kann mal beide gerade synchron hier. Übrigens muss ich mal wieder gucken, ob mein Test-Hosting wieder funktioniert. Ich habe nämlich heute früh aus Versehen mein Test-Hosting, also die Webseite, wo man mein Test-Server hosten kann, lahmgelegt. Komplett lahmgelegt. Also nicht nur mein Server, den ich da drauf habe, sondern wirklich komplett den Hauptserver von denen. Also
alle Welten, die mein Test Hosting gehostet hat, waren down. Die Webseite war down. Es war alles down. Warum? Ganz einfach. Ich spiele gerne zum Gucken, wie leistungsstark so Maschinen sind, auf denen mein Test läuft, mache ich gerne mal den Befehl, der erzwingt praktisch das Laden von Blöcken und nutzt den immer mit dem Wert Scheiße und nutzt den immer mit dem Wert 1000 bzw. 10.000, um ein paar Referenzwerte zu haben, und, also um hier meine Geräte miteinander zu vergleichen. Ja, das Problem war nur, irgendwie hat das der MyTest-Server von MyTest-Hosting nicht ganz so gemocht. Und der hat dann nicht mehr reagiert und hat dann auch leider gar nicht mehr reagiert. Und das wahrscheinlich bis jetzt immer noch. Obwohl das mittlerweile schon über 6 Stunden näher ist. Keine Ahnung, ob sie es mittlerweile gefixt haben. Aber es sah teils grau aus. Was so die Erfolgschancen angingen. So, ich muss mal zu gucken hier. Digga, ich hab mein. Dach ist fertig. Oh mein Gott. Können wir ja in der nächsten Folge direkt mit den Stützpfeilern und so anfangen, die im Dach denn gefeilert werden. Und wir müssen natürlich noch die ganze Sand abbauen, was hier jetzt noch so temporär rumklatscht. So, Hauptdach ist schon mal fertig, jetzt kommt das Nebendach hier, das sieht ultra scheiße mit den Blöcken, aber egal. Ich war mir irgendwie so, als wenn das... Ach so, halt, Kacke. Ja, ich bin doch bescheuert. Oh Gott, warum sagt mir das denn keiner? Fuck, was suche ich gerade? Oh Gott. Dafür gibt es doch jetzt extra Blöcke. Da, dafür suche ich. Okay. Ja, da war ja was. Eben, früher war das automatisch. Und das Feature haben sie nicht hinzugefügt, sondern entfernt. Heißt also, jetzt muss man dafür die extra Blöcke da benutzen. Na gut. Dummheit muss halt mit mehr Arbeit bestraft werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Ne? Das heißt, wir dürfen jetzt hier die ganzen Steine, die wir hier mühevoll gesetzt haben, in Kleinstarbeit quasi, dürfen wir alle auch in Kleinstarbeit wieder entfernen. Das ist sehr nett. Fuck. I hate you. Da. So, okay. Gib mir 10. So viele brauchen wir gar nicht. Wir brauchen vielleicht insgesamt 21, maximal. Ich glaube, bei 14 hätten es sogar auch gereicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 14 hätten auch gereicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Und er setzt es natürlich genau falsch. Ah, gucken, hier ist ja Sandblock. Vielleicht geht es hier günstig, natürlich nicht. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Muss ich das jetzt so setzen? Da in die Ecke? Ja. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Hä, wieso ist hier... Hä? Oh, hier unten fällt doch eine Reihe. Warum sagt das denn keiner? Was ist denn schon wieder los? Och Mann, ey. Er kriegt einen Schwanz in meinen Mund. Was? So, du jetzt da. Nee, da. Danke. Und jetzt du da. God damn it. Ach du Scheiße. Ich sag's ja, wir würden hier nie wieder rauskommen. So, wetten. Ich mache sich das aber gleich bei beiden, weil wir werden garantiert. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sag ich doch.
dann ist das nämlich standardisiert. Heißt also, ich muss immer quasi von dem Block die rechte Seite, also immer die gleiche Seite praktisch anvisieren, also immer die hier. So, und hier machen wir es ganz einfach so.